K1 rules apply. 3 3-minute rounds. Introducing first, fighting out of the blue corner. He stands 197 centimeters tall. His official weight, 105.2 kilograms. He comes to us from Ayutthaya, Morocco. He's the first K1 heavyweight champion, Badr Golden Boy Hardy. And he's the one who is coming out of the red corner. Standing tall at 188 centimeters, official weight 97 kilograms. The K1 Asia Grand Prix 2008 champion, Ruslan Karayev. Michael Buffer, der Ringsprecher, hat beide Athleten vorgestellt hier, die in diesem ersten Finalturnier, in diesem ersten Viertelfinale gegeneinander kämpfen. Badr Hari, er hat zugelegt an Gewicht, wiegt mittlerweile 94 Kilo, ist immer noch rank und schlank, aber trotzdem athletischer geworden, 1,97 groß, damit 9 cm größer als Ruslan Karayev. Der allerdings ist noch 3,5 Kilogramm schwerer. Ein sehr schnellkräftiger, explosiver Mann, dieser Ruslan Karayev. Aber das hat auch Badr Hari drauf. Das dritte Duell der beiden. Und dies ist, wie die anderen beiden zuvor auch, sehr wichtig. Es lastet eine Menge Druck auf den beiden. Wer geht damit am besten rum? Jetzt hier der Auftakt in das World Grand Prix Finalturnier mit dem ersten Kracher. Ruslan Karayev gegen Badr Hari. Und der Russe, gleich wie wir ihn kennen, offensiv. Oh, zwei, drei harte Treffer von Karayev. Aber jetzt kommt Badr Hari zurück und Karayev schon am Boden. Nach 18 Sekunden wird der Russe hier angezählt, nachdem er zwei gute Treffer setzte. Aber dann kam gleich der Konter von Badr Hari. Und Timeout, das heißt, sieht so aus, als würde der Cut von Ruslan Karayev jetzt erstmal untersucht. Er hat gleich hier bei diesen ersten beiden Treffern einen Cut eingefangen. Das ist natürlich ein böser Nachteil. Hier gucken wir uns das an, wie es passiert ist. Ah, diese letzte Rechte von Hari, die hat gar nicht so richtig getroffen. Da war er zuerst noch ein bisschen abgelenkt am Schultergürtel. Und die rutschte dann über die Schulter ins Gesicht. Aber da hatte er vorher noch einen weiteren Treffer gelandet. Und jetzt hat der Kampf wieder begonnen. Und Karayev geht zu Boden. Und das dürfte es gewesen sein. Die Rechte, der wischt ihn voll. Und der Ringrichter nimmt ihn aus dem Ring. Das ist ein Blitzsieg gewesen von Badr Hari. Besser kann man nicht in ein Turnier starten als der Marokkaner. Unglaublich. Der hat keine Minute gebraucht, um sich hier durchzusetzen. Und 30 Sekunden waren insgesamt auf der Uhr. Und schon ist das erste Duell vorüber. Ruslan Karayev, hier sehen wir, versucht selbst aktiv zu sein, aber da hat er wieder die Fäuste unten. Deckt sich nicht, da sind beide Fäuste unten, ungefähr in Brustwarzenhöhe. Und der Kopf ist völlig frei und das kann man bei einem so cleveren Fighter wie Badr Hari natürlich nicht ungestraft machen. Der erwischt ihn voll mit der rechten am Kopf und Ruslan Karayev ist am Boden und das ist das Aus für ihn. Bei diesem Turnier schneller Sieg für Badr Hari, kräfteschonend kommt er ins Halbfinale. Also, Badr Hari, den sehen wir gleich wieder hier. Und für Ruslan Karayev war es das fürs Jahr 2009. Das ist der Sieger, ihn sehen wir gleich wieder. Sind Sie zufrieden mit dem ersten Kampf? Ja, okay. Ja klar, natürlich.
What about the pressure? Was war mit dem Druck? Ist es jetzt besser oder haben Sie immer noch Druck? Still. Ja, ein bisschen. Was sagen Sie zur Entscheidung? Hat der Kampfrichter Ihrer Meinung nach zu früh abgebrochen? Ja, ich glaube, das war schon sehr schnell, aber es ist vorbei und ich habe verloren. Vielleicht kann ich nächstes Mal zeigen, wer besser ist. Ich hatte eigentlich in der zweiten... Also das zweite Mal stand, ein gutes Gefühl, aber ich war wirklich nicht am Ende. Aber der Kampfrichter, ach ja, also, ja gut, da kann man einfach nichts machen. Was fehlt Ihnen denn, um einen Mann wie Badrahari zu schlagen? Ja, also ich will nochmal gegen ihn kämpfen, vielleicht nächstes Jahr im September in Korea. Ich will ihn nochmal kämpfen, ich will ihn gleich in der ersten Runde, wenn es geht. See you next time. Next year. Dann bis nächstes Jahr. Thank you. Thank you very much, Chris. Thank you.